Hallo ihr Lieben, willkommen bei Vanessas Vlog. Heute nähe ich mit euch einen Kinderwagenmuff. Und zwar nicht nur einen Kinderwagenmuff 0815, wie er im Moment wie Unkraut aus dem Boden schießt, sondern ich zeige euch zwei verschiedene Varianten und es gibt auch noch ein super Special Hack in meinem Kinderwagenmuff. Also seid gespannt. Ihr braucht auf jeden Fall folgendes Material. Wenn ihr einen Kinderwagen habt mit einem durchgängigen Griff, mit einem langen durchgehenden Griff, dann braucht ihr Außenstoff und Futterstoff. Als Außenstoff habe ich hier Softshell genommen. Der eignet sich ganz gut, weil er wasserabweisend ist und nicht so winddurchlässig wie zum Beispiel Baumwolle. Also das würde ich empfehlen, oder Vlies oder ähnliches, also irgendwie einen dickeren Stoff, der die Wetterverhältnisse auch aushalten kann. Ich habe Softshell genommen, und zwar in den Maßen 42 cm x 48 cm. Und als Futterstoff habe ich diesen Teddystoff genommen, ebenfalls 42 cm x 48 cm. Das habe ich bei meinem Kinderwagen ausgemessen. Das ist ein Hartan-Kinderwagen. Ich würde euch empfehlen, bei eurem Kinderwagen auch noch mal eben nachzumessen, ob diese Maße für euch geeignet sind. Ansonsten könnt ihr die natürlich in der Breite des Griffes anpassen. So, diese beiden Stoffe benötigt ihr, und dann benötigt ihr für meinen Special Hack noch zwei Stücke von dem Futterstoff, von dem Teddystoff, 10 x 10 cm. Wenn ihr den Kinderwagenmuff noch ein bisschen dicker und gefütterter haben möchtet, dann könnt ihr den hinterher mit ein bisschen Bastelwatte füllen oder noch eine Schicht Volumenvlies zum Beispiel einnähen. Aber ich denke, mit diesen beiden Stoffen ist der schon ganz gut präpariert. Das ist das Material für den Kinderwagen mit dem durchgehenden Griff. Wenn ihr einen Kinderwagen mit zwei einzelnen Griffen habt, wo in der Mitte ein Loch ist, dann könnt ihr auch einen Kinderwagenmuff nähen. Der sieht dann aber so aus, dass es zwei einzelne, jeweils für eine Hand, ein Kinderwagenmuff ist. Das habe ich auch vorbereitet. Dafür benötigt ihr wieder den Außenstoff Softshell, 42 x 14 cm und das dann halt zweimal. Und den Futterstoff ebenso, hier der Teddystoff, 42 x 14 cm. Auch zweimal. Und dann legen wir los. Ich zeige euch jetzt, wie es geht anhand des großen Kinderwagenmuffs für den durchgehenden Griff. Und zwar habe ich im Vorfeld damit angefangen und habe schon mal ein bisschen verziert, wie ihr sehen könnt. Mir ist nicht so recht was eingefallen, was auf dem Kinderwagenmuff drauf soll. Deswegen habe ich einfach ein paar Sterne appliziert. Das ist Baumwollstoff, den habe ich mit Flisofix hinterbügelt, die dann aufgebügelt auf den Softshell. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr das Bügeleisen nicht zu heiß stellt. Und habt den dann nochmal, habt die Sterne dann nochmal mit einem Geradstich festgenäht. Das habe ich im Vorfeld gemacht. Also wenn ihr Verzierungen haben möchtet, dann macht ihr das als allererstes. Was auch immer, da könnt ihr euch wieder auslassen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann im nächsten Schritt legt ihr euren Außenstoff und euren Futterstoff rechts auf rechts aufeinander. Das ist das Schema F, was ich euch gleich zeigen werde. Wir kommen jetzt aber erstmal zu meinem Special Hack. Und zwar werde ich in meinen Futterstoff noch diese beiden 10 x 10 cm Stücke als Taschen einnähen für diese Taschenwärmer. Die kennt ihr wahrscheinlich, das sind diese Kunststoffpäckchen in jeglichen Formen und Farben mit diesem Metall, mit diesem Metallstück da drin. Und wenn man das Metallstück knickt, dann verhärtet sich das Füllmaterial und wird heiß. So, die packt man normalerweise in die Jackentasche oder so. Und ich habe mir überlegt, wenn man es richtig schön kuschelig haben will und es ganz besonders kalt ist, dann packe ich mir die halt mit in den Kinderwagenmuff. Und dafür mache ich jetzt diese Taschen. Und ich habe mir überlegt, die Taschen für den Taschenwärmer befinden sich später, wenn ich den Kinderwagen in der Hand habe, unterhalb von meiner Hand, also da, wo die Finger zusammen liegen. Ihr könnt sie natürlich auch so aufnähen, dass die oberhalb auf eurer Hand liegen, aber bei mir kommen sie halt da drunter. Und dementsprechend
nähe ich die Taschen auf der unteren Hälfte eures Futterstoffs an. So sieht der Futterstoff ja später eingenäht aus. Hier steckt ihr eure Hände rein. Also auf der unteren Hälfte. Und dann jeweils gleichmäßig von der Mitte entfernt und von außen entfernt. Also je nachdem, wie breit ihr dann letzten Endes euren Kinderwagen-Move näht. Ich habe jetzt 48 cm Gesamtbreite, die Hälfte ist 24, das Täschchen selber ist 10 cm, dann bleiben noch 14, also ungefähr 7 cm von außen und dann halt von der Mitte. Ordne ich diese Täschchen an und bei meinem Teddystoff, der ist ziemlich robust, da nähe ich diese Taschen einfach so, wie sie ausgeschnitten sind, auf. Also da wird jetzt nichts versäubert oder umgenäht oder so. Wenn ihr einen anderen Stoff nehmt, der vielleicht schneller ausfranst, dann macht diese Täschchen einen Zentimeter größer und klappt auf drei Seiten diesen einen Zentimeter einmal links auf links um, bügelt euch den fest und näht die Tasche dann so auf. Eine Seite bleibt offen, wo ihr den Taschenwärmer dann reintun könnt. Ich lasse die von hier aus gesehen obere Seite offen. Das ist später die Seite, die im Knick des Kinderwagenmuffs liegt. So hoffe ich, dass der Taschenwärmer dann nicht so schnell rausplumpst. So, also das ist mein erster Schritt. Diese beiden Taschen für den Taschenwärmer auf den Futterstoff aufbügeln. Nicht aufbügeln, aufnähen. An drei Seiten einfach mit einem Geradstich festnähen. So, im nächsten Schritt legt ihr euren Futterstoff und euren Außenstoff jetzt rechts auf rechts aufeinander. Dabei müsst ihr beachten, dass eure Applikationen auf der Oberseite des Futterstoffs sind. Also das wird später hier rüber geklappt und ist dann die Oberseite. Und dementsprechend muss eure Applikation, die natürlich auch oben drauf und zu sehen sein soll, auf dieser Seite aufliegen. So, und dann werden als nächstes die vier Ecken abgerundet. Das könnt ihr bei beiden Stoffschichten in einem Zug machen. Und dafür braucht ihr irgendwas Rundes. Also ich habe hier so eine Klebebandrolle, ihr könnt eine CD nehmen oder ein Glas oder was auch immer. Und die legt ihr dann hier an den Ecken an und zeichnet euch diese Rundung auf eurem Stoff auf. Und dann könnt ihr beide Stoffschichten einmal in dieser Rundung abschneiden. Und das macht ihr mit allen vier Ecken. So, meine vier Ecken sind jetzt abgerundet und ich habe mir die beiden Stoffschichten einmal mit Klammern zusammengesteckt. Nadeln tun es natürlich auch, wie ihr möchtet. So, und im nächsten Zug werden die beiden Stofflagen jetzt rechts auf rechts zusammengenäht. Ich werde das mit meiner Overlock machen, einmal rundherum. Ihr könnt das auch mit einem normalen Geradstich machen mit eurer Nähmaschine oder mit so einem Fake-Overlock-Stich bei eurer Nähmaschine, wie ihr möchtet. Wichtig ist nur, dass ihr auf einer Seite eine Wendeöffnung lasst, wodurch ihr später das Ganze wenden könnt. Ansonsten einmal rundherum zusammennähen, bis auf die Wendeöffnung. Wenn ihr eure beiden Schichten Außenstoff und Futterstoff rechts auf rechts aufeinander genäht habt und gewendet habt, sieht das Ganze so aus. Einmal von vorne, einmal von hinten. Und als nächstes wird die Außenkante jetzt noch einmal knappkantig abgesteppt von rechts. Und dabei schließt sich halt auch automatisch die Wendeöffnung. So sieht euer Kinderwagen-Move jetzt aus. Und im letzten Schritt müsst ihr jetzt nur noch Druckknöpfe anbringen. Und dann ist euer Kinderwagen-Muff fertig. Bei den Druckknöpfen müsst ihr darauf achten, hier an dem Knick kommt ja später der Griff von eurem Kinderwagen durch. Also beziehungsweise der Kinderwagen-Muff wird um den Griff drumherum geklappt und zugeknöpft. Und dementsprechend müsst ihr hier den ersten Druckknopf ein bisschen von dem Knick wegsetzen, damit der Griff auch hier reinpasst in den Knick. Ich habe bei meinem Kinderwagen mal nachgemessen, also es sind so, wenn man ein Maßband um den Griff drum rumlegt, sind das ca. 13 cm, großzügig gemessen. Und dementsprechend setze ich den ersten
Cam Snap jetzt auch circa 7 cm von der Außenkante weg. Auf der anderen Seite genauso. Den nächsten setze ich hier in die Ecke, einen in die Mitte zur Unterteilung und auf der anderen Seite genauso wieder in die Ecke und 7 cm vom Knick weg. So Leute, fertig ist euer Kinderwagen-Move. Also, wenn ihr auf Tour gehen wollt mit euren lieben Kleinen, Handwärmer aktivieren, in den eingebauten Taschen verschwinden lassen, Kinderwagen-Move um den Griff eures Kinderwagens schlagen, Druckknöpfe schließen, Hände rein und dann kann es losgehen. So sieht der fertige Kinderwagen-Move für den durchgehenden Griff aus. Wenn ihr, wie gesagt, ein Modell habt mit geteilten Griff, dann habt ihr zwei Kinderwagen-Moves zu nähen, quasi für jede Hand ein. Das Schema ist aber das gleiche. Futterstoff und Außenstoff rechts auf rechts aufeinander legen, Rundung zuschneiden, das Ganze bis auf eine Wendeöffnung rechts schließen und zusammennähen, durch die Wendeöffnung wenden, dann einmal die Außenkante knappkantig absteppen, sodass sich die Wendeöffnung schließt und die Druckknöpfe an den Außenseiten anbringen. Also immer das gleiche und ganz einfach. So ihr Lieben, meine Kinderwagen-Moves sind fertig, also egal ob für durchgehenden Griff oder für geteilten Griff. Mit den Dingern seid ihr für den Winter gewappnet und habt immer schöne warme Hände, wenn ihr mit euren Kleinen spazieren geht. Und dann macht das nämlich gleich viel mehr Spaß. Ja, ich werde euch die Maße für die einzelnen Teile noch in die Infobox stellen, damit ihr das auch ganz easy nachnähen könnt. Und wenn ihr Fragen haben solltet, darüber hinaus, schreibt mir einfach einen Kommentar und ich beantworte das so schnell und so gut ich kann. Und in der nächsten Woche gibt es wieder etwas anzuziehen. Diesmal auch für Jungs und Mädchen geeignet. Und ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald!